zu unserer letzten Sendung vor der Sommerpause. Sommerpause, klar, es gibt ja sowas wie Fußballweltmeisterschaft. Der Titel der Sendung trägt die Kunst der lernenden Organisation. Zu Gast ist der Christian Hülsenwein. Auf den Nachnamen kommen wir zum Schluss der Sendung nochmal zu sprechen. Der Christian ist logischerweise Lean-Enthusiast, hat, bevor er studiert hat, mal was Ordentliches gelernt, nämlich den Beruf des Industriemechanikers, und hast dort im Schichtbetrieb gearbeitet und hast dir die Frage gestellt, warum du so überwiegend als Produktions- und Kostenfaktor, ne, oder ja, Kostenfaktor wahrgenommen wirst. Richtig. Der Christian, wir kennen uns schon ein paar Jahre, sage ich mal. Er ist im Übrigen einer der ersten, die bei Lean Around the Clock auf der Bühne gestanden waren, bei dem allerersten Event. Und seit 17 Jahren ungefähr bist du mit dem Thema Lean. Begeistert, ja. Verheiratet. Ja. ja, wir sind nicht vorbereitet. Wir kriegen das auf die Reihe, weil wir uns irgendwie kennen. Und bevor wir in das Thema einsteigen, die Kunst der Lernorganisation, erstmal alle, die uns live zugucken. Von der Angela habe ich schon die Information. Der Kurt guckt uns zu und noch ein paar andere. Servus Kurt, von Mannheim nach Italien. Christian, das Thema Lean ist 30 Jahre irgendwie als Begriff in der Welt. Was ist deine persönliche Einschätzung, wo deutsche Organisationen zu dem, was damals in diesem Buch die zweite Revolution in der Automobilindustrie niedergeschrieben worden ist, wie weit sind die davon entfernt oder wie nahe sind sie da dran? So mal ganz dein Gefühl. Oder also ich glaube, technisch und prozessual und methodisch beobachten wir oder ich generell schon ganz gut. Also jetzt mal mit den Basics beginnt, ob es jetzt 5S ist oder so den Grundgedanken von Standard Work etc. Also sehe ich schon eine gute Ausprägung, auch wenn es jetzt um Montage, Flusslinien geht. Also das ist vom Reifegrad schon ganz gut. Jedoch bei dem Thema, wie gemeinsam an der Sache gearbeitet wird, also um am Ende dann auch Kundenanforderungen zu erfüllen, die gesamte Wertschöpfungskette eben darauf abzustimmen, da sehen wir schon eine große Lücke und da sind enorme Potenziale da. Ich erinnere mich, gelesen zu haben, Daniel T. Jones und Womack, die haben mal gesagt, nachdem die dieses Buch geschrieben haben, einige Zeit mit dem Thema gearbeitet haben, das war einer der größten Fehler, die wir je gemacht haben, das ganze Thema Lean Management zu nennen, weil es eben nicht nur schlank ist, sondern im Prinzip viel mehr ist als das. Also was ja eigentlich logisch ist, dass die das Lean genannt haben, denn wenn man mal zurückblickt, sozusagen, als die das sich, also das geschrieben haben, das war, da war ja irgendwie so, ich glaube, die erste Ölkrise. Ja. Und so aus der klassischen amerikanischen Sicht guckt man da ausschließlich auf Effizienz und Reduzierung von irgendwelchen Kapazitäten, Ressourcen, also nicht Kapazitäten, ja, also auf irgendwelche Ressourcen und so, Kosten, ne, Reduktion. Am Ende, ja. Ja, und das ist ja das, was wir gesehen haben, oder? Ja, also klar. Auch die Methoden, oder? Ja, ja, aus der eigenen Bewertung heraus absolut richtig, ja. Man also, ist ja hinterher immer schlauer. Ja, nun ist der Begriff in der Welt, er ist auch nicht mehr wegzuschaffen, irgendwie wegzukriegen, der bleibt. Interessanterweise haben die ja noch nicht von Lean Management gesprochen, sondern von Lean Production. Mhm. Also reduziert sozusagen auf den Produktionsbereich von Toyota damals. Und du hast was angesprochen. Du hast von den Methoden gesprochen. Mhm. Deiner Einschätzung nach sind die Unternehmen schon sehr weit da. Hast als Standardbeispiel 5S gebracht, also der Laden ist aufgeräumt. Was ich persönlich beobachte ist, dass es ganz viele Organisationen gibt, die sozusagen über den methodischen Kontext einsteigen oder versuchen, zu dem Thema Lean zu finden. Der Klassiker, ja. Dann gerne auch 5S. Aber mein Eindruck ist, dass das nicht so besonders nachhaltig ist. Würdest du das teilen? Ja, absolut. Die Frage ist nur, warum ist das so? Ja, ja, das versuchen wir heute zu klären. Ja, ja. Oder zumindest unsere Gedanken dazu irgendwie ja, ja. Zum Ausdruck zu bringen.
Ja, was denkst du, warum das dann nicht nachhaltig ist oder nicht in dem Maße nachhaltig? Naja, ich glaube einfach, dass die Orientierung zu stark eben auf den Prozess gerichtet ist. Also was generell also schon notwendig ist, ja, aber man vergisst einfach dabei was, ja. Also grundsätzlich stelle ich fest, eben so die generelle Ausrichtung des Unternehmens auf langfristige Ziele, generell Empowerment von den Menschen, gemeinsam auch mentale Modelle und ein Werteverständnis zu teilen. Und was mir auch auffällt, ist, dass zwar die Methodik der Problemlösung generell also geschult wird, sei es jetzt A3 Problemlöseblätter oder ein PDCA, aber dass der systemische Ansatz dahinter nicht richtig verstanden ist. Also das heißt, das regelmäßige Synchronisieren, also der Informationen der Mitarbeiter, also dass man gemeinsam eben reflektiert, wo steht man aktuell, was ist der nächste Schritt, wo wollen wir überhaupt hin und dann wieder daran arbeitet. Also das ist eher so punktiertes Arbeiten und da fehlt generell so dieses Grundverständnis, wie arbeitet man daran. Ja? Versuchen wir mal irgendwie den Link zu Lernen der Organisation zu kriegen. Da gibt es ja jemanden, der das irgendwie vor vielen Jahren schon beschrieben hat. Ja. Das ist der Sänger. Aber mal gehen wir mal ganz, fangen wir mal irgendwo mal an. Also Lernen der Organisation bedeutet ja, dass man erstmal unterscheiden muss zwischen Lernfähigkeit und der lernenden Organisation per se. Und wenn wir von der lernenden Organisation sprechen, dann würde das in meinem Verständnis ja bedeuten, dass es irgendwie das System, das ja nicht nur technisch ist, sondern auch soziale Komponenten hat durch diesen Mensch oder durch die Menschen, ja bereit ist, sich selbst, also sich ständig neu zu erfinden. Ja. So. Würdest du dem zustimmen? Ja, also erstmal grundsätzlich schon. Die Frage ist nur, was braucht es dafür, dass das überhaupt gelingt? Eine Vision? Unbedingt. Also die Frage ist nur, also wie realisiere ich das Ganze? Ja? Also in vielen Management-Literatur lesen wir immer wieder, dass es eine Vision gibt. Gibt es die wirklich in Unternehmen? Nimmst du das so wahr? Es gibt auf jeden Fall Workshops, wo gemeinsam das Management eine Vision erarbeitet oder auch ein langfristiges Ziel. Was ich oder wir generell aber feststellen, dass das aber dann nicht mehr zum Diskurs wird. Also es braucht natürlich dann davon abgeleitet auch entsprechend die Stellhebel in den einzelnen Bereichen, dass der Beitrag von den Bereichen klar wird, damit der Bereich eben weiß, was kann ich oder was können wir gemeinsam tun, um das übergeordnete Ziel oder die Vision langfristig zu erreichen. Das heißt also, die operative Verankerung, das ist schon eine erhebliche Lücke, die wir feststellen. Also, weißt du, wie ich das wahrnehme? Also, ich nehme das so wahr, dass vielen im sogenannten Top-Management, dass die gar nicht unterscheiden zwischen beispielsweise Vision und Mission. Mhm. Jetzt muss ich sagen, was ich unter Vision verstehe. Unter Vision verstehe ich irgendetwas Fantastisches, wo ich möglicherweise in 10 Jahren sein möchte. Mhm. Mit einer Abteilung, mit einer Organisation oder wie auch immer. Und wir kommen ja von dem Begriff der lernenden Organisation. Wir haben ja beide festgestellt, dass zu einer lernenden Organisation, das behaupte ich jetzt, wir einfach mal, dass es irgendwie eine Vision braucht, also es braucht irgendwie eine Richtung. In dem Lean-Kontext wird man von Hoshin Kanri sprechen, man wird vielleicht von Nordstern sprechen. So, und ich glaube, dass das sehr häufig Mission und Vision verwechselt wird. Bestimmt. Warum? Weil eine Vision, ich wiederhole mich, eine fantastische Geschichte ist, also irgendwie etwas, was nicht greifbar ist und für mich so ein Zeitfenster von 10 Jahren hat und eine Mission ja viel konkreter ist. Ja. Beispielsweise ich da drin irgendwelche KPIs unterbringen könnte und das Zeitfenster irgendwo zwischen 3 und 5 Jahren ist. Klar, aber ich brauche generell auch irgendwo einen Link dazu, ja? Mhm. Ja? Dass es auch operationalisiert wird. Und wenn das behaupte ich, in den allerwenigsten Fällen nicht vorhanden ist, also die Vision, dann kann ich doch gar nicht die Organisation ausrichten auf eine... Genau, wie soll ich meine Energien, meine gesamten Organisation bündeln, wenn das nicht vorhanden ist? Und diese Lücke gilt es dann eben entsprechend zu schließen.
Und das sind einfach, also der emotionale Anker ist wesentlich. Also wir sind ja in der heutigen Zeit, sind wir in einem Vakuum der Sinnstiftung. Die Menschen sehen sich nach Sinn. Mhm. Also es ist ja im Grunde auch die große Chance für Unternehmen. Wir sind im Moment gerade in einer Zeit, im demografischen Wandel betrifft uns. Also ich habe einige Kunden, die sind gerade zum Beispiel am Automatisieren, weil sie einfach gar keine guten Leute finden können. Echt? Ja, also diesen Druck, den gibt es. Das heißt, also die Unternehmen haben natürlich auch die Notwendigkeit, dass sie Umgebungen schaffen, wo Mitarbeiter sich wohlfühlen. Das heißt also Kreativ- und Handlungsräume schaffen, nicht wo man dann gemeinsam... Aber jetzt bitte nicht New Work. Ja, also ich möchte den Begriff gar nicht nennen. Ob ich es jetzt New Work nenne oder auch aus dem Lean. Ich denke, die systemischen Prinzipien, die dahinter stecken, das sind so sehr ähnlich. Weißt du, was mir da gerade einfällt, ist, weil mir... Also ich weiß gar nicht, ob wir jetzt irgendwie so einen roten Faden haben, weil ich ja angekündigt habe, dass wir plaudern. Ja. Ist uns jetzt auch egal. Die letzte Sendung vor der Sommerpause können wir eh machen, was wir wollen. Ja. Weißt du, was mir gerade einfällt, ist, es gibt ja auch so Begriffe wie Selbstorganisation, die irgendwie seit ein paar Monaten, Jahren irgendwie durchs Dorf getrieben werden. Dann gibt es noch Agile und gibt es noch Cell oder jenes. Und, wenn ich jetzt versuche, den roten Faden aufzugreifen, dann stelle ich auf der einen Seite fest, dass zwischen Lean, Agil und was auch immer irgendwie ganz viel gleich klingt. Also die Betonung liegt auf gleich klingt. Und ich aber auch feststelle, dass die allermeisten Organisationen, ich habe jetzt eher so einen Industriehintergrund, in der Vergangenheit eher streng hierarchisch geführt worden sind. Also klar. Zum Teil jetzt ne? natürlich also, immer noch. Wobei ich ja nicht gegen, also ich bin nicht gegen Hierarchie, also das ist ja nicht schlimm. Erstmal, Hierarchie finde ich erstmal nicht schlimm. So, und wenn wir jetzt wollen, dass eine Organisation lernt, im Idealfall auch noch selbst organisiert, dann bedeutet es ja, dass ich den Menschen mehr Freiheit gebe. Nicht in dem, was sie tun, sondern vielleicht eher, wie sie es tun. Und warum sie es tun. Und dann auch ihnen noch natürlich. Abgeleitet aus der Vision vielleicht auch noch sage, also nicht nur vielleicht, sondern auch noch sage, du, pass mal auf, da wollen wir hin. Glaubst du, dass Menschen in meinem Alter, in dem zarten Alter von fast 59 Jahren, die aus einem streng hierarchisch geprägten Unternehmen kommen, wir haben ja vor 30 Jahren noch an den Stuhlbeinen von unseren Vorgesetzten gesägt, dass die plötzlich mit dieser Freiheit umgehen können? Also es ist eine große Herausforderung. Ja? Also generell nicht nur mit dem jungen Alter von zarten Alter. Zarten Alter von 59, sondern generell spielt natürlich die Sozialisation eine große Rolle. Mhm. Wirklich zu sagen, also wie sind wir denn aufgewachsen, wie werden wir sozialisiert? Das fängt schon bei der Schule an. Ja? Mhm. Also da geht ja Hierarchie schon los, dass es jemanden gibt, also den Lehrer. Der steht und die anderen sitzen. Und die anderen sitzen und die müssen im Prinzip die Erwartung von dem Lehrer erfüllen. Also da habe ich ja schon ein hierarchisches, also ein Abhängigkeitsverhältnis, wo ein bewertende Funktion im Prinzip sagt, ob ich richtig oder falsch bin. Und unser Schulsystem, Schulnoten ist stark eben darauf ausgeprägt, darauf zu schauen, was nicht da ist. Ja? Also das Gegending ist ja Waldorfschule. Ja, da gibt es natürlich also Gegenbewegungen, was sehr, sehr wichtig ist. Mhm. Aber was resultiert daraus, ist natürlich, dass wir generell darauf schauen, was nicht da ist. Und das sehen wir in unseren Organisationen. Und wenn ich mir nicht bewusst bin, was ich richtig gut kann, also was meine Stärken sind, da kann ich natürlich nie Höchstleistungen Wie würdest du mir begegnen, wenn ich dir kundtun würde? Also du bist jetzt mein Chef, du hast mir irgendwie... Abgeleitet aus Hoshinkanri, hast du mir abgeleitet, bis runter auf den Shopfloor gebrochen. Du, pass mal auf, da wollen wir uns hinbewegen, in 10 Jahren wollen wir mit dem Unternehmen sein. Und das, was du jetzt gerade tust, geht genau in diese Richtung. Und ein Organisationsmodell ist, das nennen wir das Selbstorganisation, aber wie gesagt, ich komme aus strengen Hierarchie und so weiter. Und zwar nicht schon Schule, Kindergarten, sondern ich habe das 30 Jahre im Unternehmen erlebt. Ich komme zu dir und sage, Chef, ich habe Angst davor.
Angst vor was? Absolut überfordert. Angst vor der Selbstorganisation. Ja. Ich muss ja plötzlich, also du erwartest ja, dass ich jetzt plötzlich Entscheidungen treffe, die ich früher nie treffen musste. Ja, es ist natürlich auch ein Prozess. Das ist jetzt nicht ein Hebel, den ich einfach umlegen kann, sondern das braucht natürlich eine gewisse Zeit. Und da ist Führung natürlich sehr entscheidend. Also wie wird in dieser Organisation dann auch entsprechend geführt? Da muss der Mitarbeiter sich hinentwickeln können, aber genauso auch die Führungskraft die Möglichkeit haben. Ich sehe so zwei Parameter generell bei dem Thema Selbstorganisation. A ist das Loslassen des Egos von der Führungskraft sehr entscheidend, dass das gelingen kann, dass ich eben Verantwortung dann auch meinen Mitarbeitern gebe und dem das auch zutraue. Du hast eben schon gesagt, es braucht noch ein gemeinsames Ziel, abgeleitet aus der Vision. Mhm. Es braucht natürlich aber auch die Möglichkeit, das Wissen und die Erfahrung des Mitarbeiters, also dass ich das aneignen kann, dass im Prinzip auch das Selbstvertrauen entsteht, dass diese Eigenverantwortung auch genommen wird. Und die Basis dafür sind eben standardisierte, gut verzahnte Prozesse. Also dieser Mythos, der oder manchmal diskutiert wird, dass Selbstorganisation bedeutet, jeder kann machen, was er will. Das ist es ja nicht. Selbstorganisation braucht wirklich gut standardisierte Prozesse, damit eben Erwartbarkeit da ist. Mhm. Einspruch erinnern, es braucht standardisierte Prozesse. Ob die gut sind, ist noch eine andere Frage. Gut, wir wissen beide, ich kann nichts verbessern, wenn ich keinen Standard habe. Und diesen Standard müssen wir erstmal gemeinsam erarbeiten. Die Frage ist aber nicht, ob die gut oder schlecht sind. Also, wir brauchen erstmal einen Standard. Ja. Und dann können wir überlegen, ob der gut ist. Und dann können wir ihn im Zweifel verändern. So. Genau. Ja, sind wir beieinander. Ja, okay. nochmal zur Erklärung. Okay. Ja. Also wir haben ja nicht den Anspruch, hier Antworten zu liefern, sondern unser Anspruch ist ja, uns sozusagen auszutauschen und euch sozusagen über eure Kommentare, die ihr alle uns da zuschaut, mit einzubinden, eure Bemerkungen dazu zu machen. Also halten wir mal fest, unterstellen wir, es gibt eine Organisation, da hat das Management eine Vision formuliert, die ist auch kommuniziert, die ist vage, die ist weit entfernt, hat vielleicht den nächsten Schritt gemacht, ist runtergebrochen auf ein kürzeres Zeitfenster, in dem es ziemlich konkret ist und so weiter und so fort. Im Grunde ist es ja erstmal nur eine Aussage darin, wo das Unternehmen hin soll. Es sagt ja noch nichts darüber aus, wie gut oder schlecht unsere Prozesse sind. Erstmal, es gibt ja nur eine Richtung vor. Und das Zweite ist, das sagt im Übrigen auch nichts darüber aus, wie die Organisationskultur ist. Ja. So, tun wir mal das Erste, also die ganze Thematik, wie gut oder schlecht unsere Prozesse sind, legen wir mal auf die Seite, weil da wissen wir, das erleben wir jeden Tag. Es gibt viele Organisationen, die haben irgendwelche Prozesse, auch formalisiert. Da kann man immer dran arbeiten, da kann man immer besser werden. Es gibt eine Anzahl von Prozessen, die informell sind, also nicht standardisiert sind. Dann gibt es da aber eine erhebliche Lücke, also zwischen dem Formalen und dem, wie es tatsächlich ist. So. Und jetzt geht es um die Frage, also wir haben eine Vision, wir wissen, wo wir formale Prozesse, wo wir informelle Prozesse haben, wir haben gewisse Standards, wir fragen nicht, ob gut oder schlecht, also angenommen, das würden wir alles wissen, dann wäre das ja so ein klassischer Lean-Job, sage ich mal, also Prozessverbesserung oder wie auch immer. So, und jetzt kommt der Punkt, den kriegst du reingegriffen. Mhm. So, alles gut. Und jetzt kommt die Frage, wie tun wir uns organisationskulturell aufstellen? Mhm. Also all das sagt ja, vorgenannte sagt ja nichts daraus aus, ob ich streng hierarchisch führe, ob ich selbst organisiert führe oder was auch immer. So. Lass uns dahin wiederkommen, also über die Frage der Organisationskultur. Und da hast du einen Punkt genannt, Führungskräfte. Mhm. So, es sind ja nicht nur ich, also nicht nur ich auf dem Shopfloor im Maschinenraum, sondern es gibt ja Führungskräfte. So, haben die Bock da drauf? Naja, es gibt eine Win-Win-Situation. Ja. Wir kennen alle, oder
Wir kennen das Dock in the Middle, gerade so die mittlere Führungsebene, die ist enorm unter Druck. Von oben gibt es klare Zielsetzungen, es gibt klare Erwartungshaltungen, es gibt vielleicht auch eine Vision, die es zu realisieren gilt. Und von unten im Prinzip aus der Wertschöpfungsebene gibt es enorm viele Herausforderungen tagtäglich, die es zu stemmen gilt. Und natürlich auch Situationen, die unerwartbar sind. Und ich glaube, in der lernenden Organisation, das ist das, was wir sehen, ist es absolut notwendig, die Fähigkeiten aller oder der meisten, ja, es gelingt nicht immer, alle Mitarbeiter mit einzubeziehen, aber die Fähigkeiten aller oder der Organisation zu nutzen. Meine Frage geht dahin, wenn wir aus dieser hierarchischen Welt kommen, das ist ja nicht schlimm, also nicht, dass irgendwie da der Gedanke aufkommt, ich wäre gegen Hierarchie oder so. Christian, die Frage, die ich mir stelle, ist, wenn wir von lernenden Organisationen sprechen, dann wird ja sehr häufig auch, Andreas Zeuch wird es freuen, wenn er zuschaut, beziehungsweise sich in der Aufzeichnung anguckt, dann wird ja schnell auch von, ich sag mal, einem demokratischen und partizipativen Führungsstil gesprochen. Ich persönlich erlebe, dass also mehr wie 95, noch mehr Prozent der Führungskräfte versuchen, intelligent für das System zu sein. Ja, das gelingt aber in der heutigen Zeit eben nicht mehr. Bist du wirklich sicher? Ja, ich bin ganz sicher. Wir sehen es, ja. Tagtäglich in meiner Arbeit mit Organisationen. Echt? Ja. Mit welchen Organisationen verdienst du denn Geld? Nein, ja. Also wir sehen es, dass die Führungskräfte eben wirklich überfordert sind, intelligent für das System zu sein. Ja. Ja, das war also deine Frage. Nein. Also ich sage, deren Anspruch ist es, intelligent für das System zu sein. Ja. Und ich würde dir sogar zustimmen, dass sie mittlerweile überfordert sind durch die Vielzahl der Aufgaben, die sie haben. Also sie können sozusagen aus ihrem Selbstverständnis heraus, können sie gar nicht mehr. Die Frage ist, wenn wir zur lernenden Organisation kommen, dürfen dann die Führungskräfte überhaupt noch intelligent für das System sein? Ja, aber die Aufgabe ist eine andere. Sondern also die Aufgabe ist eben im Prinzip nicht, Elemente zu integrieren nach Weisung und Kontrolle, sondern die Führungsaufgabe in einer lernenden Organisation ist die Moderation der sozialen Interaktion in einem Team und auch im Prinzip das Herstellen von bereichsübergreifenden Verknüpfungen. Also was wir einfach beobachten, ist, dass dieses bereichsübergreifendes Verständnis in der Organisation häufig noch fehlt. Das ist eben sehr stark hierarchisch Silo-Denken. Das ist wichtig, dass das aufgebrochen wird, dass ich Verständnis bekomme, was braucht eigentlich der nächste Bereich oder der nächste Prozessschritt. Die Methodik SIPOC kennen wir alle, also Transparenz über die internen Kundenanforderungen zu schaffen, aber auch mit dem nächsten Bereich dann zu schauen, was ist bei mir zu tun, damit die Kundenanforderungen erfüllt sind. Der Klassiker ist, ich habe enorm viel Verschwendung in der Produktion, Fehlerausschuss, Nacharbeit, viel Zusatzaufwand. Die Ursachen liegen aber möglicherweise schon ganz am Anfang im Vertriebsprozess oder in der Entwicklung. Oder im Einkauf. Und da gilt es wirklich, die Bereiche zusammenzubringen, also das und darüber Transparenz zu schaffen. Was sind unsere Herausforderungen, dass man da gemeinsam auch dran arbeiten kann? Und das fehlt. Also diese bereichsübergreifende Denkweise. Also das Auflösen des Silo-Denkens. Im Prinzip gilt es darum, die komplette Wertschöpfungskette horizontal, also die Organisation angelehnt an der kompletten Wertschöpfungskette, sowohl in den direkten als auch in den indirekten Bereichen aufeinander abzustimmen und gemeinsam daran zu arbeiten. Also systemisch gesprochen ist es im Prinzip eigentlich das Erhöhen der Netzwerkinteraktion und auch der Netzwerkqualität. Und das bedeutet ganz stark für Führung eben diesen Prozess zu moderieren. Und das ist auch die gute Botschaft in Richtung Führung. Das entlastet natürlich, weil ich sehr gut schauen kann innerhalb meiner Teamstruktur, wer hat welche Stärken, wer kann etwas gut. Und wie setze ich denjenigen ein? Und ich muss als Führungskraft nicht immer alles
selbst tun bzw. auch entscheiden, sondern ich schaue eben, dass ich diesen Entscheidungsprozess in meiner Gruppe moderiere, dass ich die Sichtweisen meines Teams oder auch des anderen Bereichs verstehe und eine sehr, sehr gute Basis finde, für die Entscheidung im Team zu treffen. Und dann habe ich eben auch wieder die gemeinsame Ausrichtung. Und das ist organisationelles Lernen, dass wir uns gemeinsam austauschen. Ich nicht sage, okay, das, was meine Perspektive, mein Standpunkt ist, ist das Richtige, sondern dass ich eben diese multiplen Sichtweisen auch verstehen kann. Ne? Also ich bin 100% bei dir. Ich bin 100% bei dir, weil du gerade Anforderungen an die Führungskraft gestellt hast. Also aus meiner Sicht sagst du, wenn wir von einer lernenden Organisation sprechen, losgelöst von agil oder was auch immer, Lean und so weiter und so fort, dann gibt es eine andere Anforderung an Führung. Die Führung. Und da bin ich bei dir. Ja. Meine Frage war, glaubst du, dass die Führungskräfte, die aus streng hierarchisch organisierten Organisationen kommen, sich dahin entwickeln? Das hinbekommen. Ja. Also ich würde sagen, ja, ja, natürlich hat jeder Chance. Aber warte, wir müssen die Angela reinholen. Da geht's ab wahrscheinlich, oder? Was heißt, es geht ab? Erstmal vielen lieben Dank, dass so viele zuschauen und auch für die Kommentare. Hier geht es aber zunächst erst nochmal um die Begrifflichkeiten Hierarchie und lernende Organisation. Mhm. Also die einhellige Meinung ist, danke auch Franz-Peter Staudt für deinen Kommentar, dass sich das beides nicht ausschließt. Solange Hierarchie und lernende Organisation, ja. Dass sich das nicht ausschließt. Und zwar solange die Rahmenbedingungen stimmen und die Menschen eben befähigt werden, selbst organisiert arbeiten und lernen zu können. Franz-Peter, wir sind bei dir. Ja, 100%. Okay. Auch zu diesem Thema, was du vorhin angesprochen hattest, Ralf, also wenn ich jetzt als Mitarbeiter eine bestimmte Zeit eben in diesem System gearbeitet habe und habe immer gesagt bekommen, was ich zu tun habe, mit der Freiheit umzugehen, möglicherweise sogar Ängste bei mir entstehen. Ja, das sagt der Kurt August Hermann Steffenhagen, die Angst sollte auch die Führungskraft dafür sorgen, dass die sich verwandelt in Achtsamkeit. Das heißt, man braucht einen veränderten Kontext und nicht nur eine Vision. Also die Vision alleine würde es nicht als solches ermöglichen. Nee. Also so wollte ich es auch nicht verstanden haben wollen, sondern ich sage, ein Teil zur lernenden Organisation ist, eine klare Richtung zu können. Im Lean-Kontext würde das abgeleitet aus Hoshinkanri Nordstern bedeuten. Mhm. Aber am Ende ist es ja letztlich nur eine Vision, also nur in Anführungsstrichen eine Vision. Ich muss als Mitarbeiter erkennen, wo geht dieses Unternehmen hin? Also wo entwickelt sich das Unternehmen? Und das ist losgelöst davon, dass das, was das bei mir erzeugt, möglicherweise Ängste erzeugt, weil ich ja im Zweifel sage, hey, das bedeutet so eine fundamentale Veränderung für dieses Unternehmen und ich mir die Frage stelle, bin ich dem überhaupt gewachsen? Mhm. Und das ist eine Geschichte und die andere Geschichte ist, wenn das Organisationsmodell, das ja möglicherweise auch in einer Vision formuliert sein könnte, halt eben nicht mehr hierarchisch, streng hierarchisch ist, wobei, Franz-Peter, ich stimme dir zu, sondern eben tendenziell eher selbstorganisiert ist, dann bedeutet es ja mehr Freiheit für mich. Und das kann mich überfordern, weil ich orientierungslos bin. Mhm. Also ich würde auch ganz kurz darauf eingehen wollen. Ich möchte nicht nur von den Führungskräften reden, sondern wenn ich sage, in der lernenden Organisation, dann geht es eigentlich um Führungsexzellenz. Und das ist sowohl die Führungskraft als auch die Mitarbeiter, dass ich sage, also es geht in erster Linie erstmal um Selbstführung. Wie arbeiten wir gemeinsam miteinander, dass die Führungskraft oder die ehemaligen Führungskräfte, je nachdem wie weit man ist, sagt, okay, wir sitzen in einem Boot. Mhm. Und wir arbeiten auf Augenhöhe miteinander und wir wollen gemeinsam das Bestmöglichste für unseren Bereich, für unsere Organisation schaffen, auch angelehnt an der Vision. Und es gibt erstmal einen Schutzraum, wo wir uns dann auch vielleicht auch die Offenheit haben und das Vertrauen, uns über unsere Ängste auszutauschen. Also es geht um die Frage schon alleine, wie gehen wir miteinander um? Achtsamkeit, Genau. Du hattest also gerade gesagt, respektvoll und so weiter. Da sind wir eben. Also ich muss lange nicht deiner Meinung sein, aber trotzdem können wir respektvoll miteinander umgehen. Eben, genau. Okay. Und da, wir können am meisten voneinander lernen. Also man kann am meisten von Menschen lernen, die einem vielleicht gerade nicht so angenehm sind.
wenn man es schafft, die Insel des anderen zu verstehen. Ja, ja, alles gut, okay. Angela, weiter. Ja, 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 alles gut. Das ist auch das, was der Franz-Peter Stau dann auch nochmal aufgreift. Es braucht gemeinsame Werte. Und ohne auch gemeinsame Ziele würde keine lernende Organisation funktionieren. Insgesamt sagt er auch, es entstehen halt in diesem ganzen Prozess neue Rollen und neue Aufgaben für alle und nicht nur für die Führungskräfte. Ja, eben. Ja. Also, okay. Das noch kurz zusammengefasst. Wir haben ja über demokratische Grundzüge gesprochen. Was man vielleicht, also das ist mir jetzt nochmal auch ein Anliegen, dass, das vielleicht auch zu sagen, der große Nachteil von demokratischen Strukturen im Vergleich zu autokratischen Strukturen ist, dass die aus meiner Sicht, also wenn ich das jetzt gesellschaftlich betrachte, eine demokratische Struktur immer länger braucht, bis eine Entscheidung trifft. Ja. Autokratische Strukturen, es geht nicht um die Qualität der Entscheidung. Also es geht nicht darum, sondern es geht um die Frage, wie schnell oder langsam können Entscheidungen getroffen werden. Und ich glaube, in autokratischen Strukturen bist du viel schneller. Ja. Also du kannst Entscheidungen treffen, ob dann alle einverstanden sind, ist eine völlig andere Frage. Und das muss man halt einfach auch, glaube ich, wissen als Management, wenn man sagt, ich will hin zu einer lernenden Organisation. Und ein Teil von der lernenden Organisation bedeutet ja im gewissen Kontext auch demokratische Züge oder mehr demokratische Züge wie in einem autokratischen System. Und da sehe ich nicht per se sozusagen etwas, was gegeneinander kommt, aber ich sehe natürlich schon auch die große Gefahr, dass man den berühmten Mittelweg finden muss, nämlich auf der einen Seite muss ich ja als Organisation Geld verdienen. Also das ist ja eines meiner Anliegen. Im Idealfall natürlich mit einer hohen Befriedigung des Kunden. Und dann gibt es Momente, wo ich eben per se diese partizipativen Führungsstile oder diese demokratischen Führungsstile, die kann ich nicht immer und ständig durchhalten. Es gibt Situationen, wo ich streng hierarchisch, autokratisch entscheiden muss. Einer muss die Entscheidung treffen, und zwar jetzt. Also ich bin voll bei dir. Mhm. Also ich denke nicht, dass wir bei Selbstorganisation über Demokratie sprechen. Also es muss nicht alles nach dem Konsensprinzip entschieden werden, sondern es geht um Konsent. Es geht darum, die Sichtweisen zu verstehen und dann auch die bestmöglichste Entscheidung zu treffen. Ich möchte aber, also es ist nicht ganz so trivial an der Stelle, weil was passiert und in klassischen hierarchischen Organisationen ist aufgrund der Sozialisation, dass Mitarbeiter immer die Entscheidung nach oben wegdelegieren. Und die Entscheidungsqualität wird, umso weiter man nach oben kommt, schlechter, weil ich habe soziale Filter im System. Natürlich. Das bedeutet, also die Entscheider haben eigentlich gar nicht die Voraussetzung, gute Entscheidungen zu treffen. Das heißt, die Entscheidungsgeschwindigkeit ist langsam und auch die Entscheidungsqualität in hierarchischen Systemen ist oftmals nicht sehr gut. Mhm. Ich habe jetzt vor 4 Wochen noch mit dem Geschäftsführer von Telehase gesprochen. Die machen seit 2011 komplett agile Organisationen, die haben keine Hierarchie mehr. Und er hat, das war ein sehr, sehr interessantes Gespräch, der sagt, ja, ich habe also, wenn ich diesen Entscheidungsprozess operativ habe und ich erstmal die Sichtweisen verstehe, bin ich zwar in diesem Entscheidungsprozess langsamer, insgesamt aber viel, viel schneller, weil die Entscheidung wird gemeinsam getroffen, verstanden und man steht dahinter. Das heißt also auch die Umsetzungsgeschwindigkeit ist im Anschluss viel, viel höher und auch wie die Mannschaft dahinter steht. Mhm. Das heißt also unmittelbar in diesem Entscheidungsmeeting, in dem Entscheidungsprozess, dauert es vielleicht länger. Mhm. Aber die Entscheidungsgüte, Entscheidungsqualität ist eine viel, viel höhere und es wird direkt gemeinsam getragen. Das heißt, ich nach hinten weg gewinne ich enorm an Geschwindigkeit. Also man sagt ja, also um das zu unterstützen. Noch ein Satz vielleicht dazu. Und es geht nicht um basisdemokratische Entscheidungsprozesse, sondern nach dem Konsensprinzip. Ich verstehe wirklich die unterschiedlichen Sichtweisen meiner Mannschaft, vielleicht auch noch aus anderen Bereichen. Mhm. Und auf dieser Basis wird dann die Entscheidung getroffen. Also ja, d'accord.
Ich möchte, also ich, was ich wollte, ist nochmal das für mich, also für uns alle hier nochmal klar sagen, je demokratischer, dass ich bin, und das ist ja nichts Schlechtes erstmal, werden aus meiner Sicht werden die Entscheidungen langsamer im Vergleich zu streng, also ich mache das sehr schwarz-weiß, autokratischen System. Also ich sage jetzt mal, gucken wir uns im Südosten ein Land an, da jetzt irgendwie bald Wahlen anstehen. Da gibt es ja auch einen Staatspräsident, der sehr autokratisch ist. Und der ist natürlich brutal schnell, indem er sagt, ich entscheide jetzt, dass ich die Wahlen ein halbes Jahr oder ein Dreivierteljahr vorziehe. Das würde in unserem demokratischen System der Bundesrepublik Deutschland so nicht gehen. Wenn man es so, also so betrachtet, so, klar. So. Das war mir ein Anliegen, um das nochmal vielleicht aufzuwerfen. In dem Zusammenhang, kurzer Werbeblock, die Briomis machen ja die erste Unkonferenz am Freitag, an diesem Freitag. Die Jungs hinter der Kamera sind, glaube ich, auch dort, zeichnen da ein paar Dinge auf in Berlin. Erste UN-Konferenz, da geht es auch um Unternehmensdemokratie und Kunst im Übrigen. Okay, das war der Werbeblock. lass uns, okay, also ich glaube, das Thema Führung und so weiter und so. So. Jetzt möchte ich noch ein Thema aufgreifen. Sagen, wir haben ja heute, ich sag mal, sowas wie Belohnungssysteme. Belohnungssysteme, und ich will da gar nicht auf Entgeltsysteme, so wie Akkord oder Prämienlohn oder sonst irgendwas, aber sehr häufig finden wir ja irgendwie formulierte Ziele. Daraus abgeleitet gibt es irgendwelche Zielvereinbarungen, die der Chef mit seinen Mitarbeitern trifft und so weiter. Und die werden dann erfüllt oder nicht erfüllt oder wie auch immer. Und letztlich gibt es dann irgendwie so eine. Das heißt, wenn wir von lernender Organisation sprechen, müssen wir, Christian, dann deiner Meinung nach auch darüber nachdenken, dass wir diese Belohnungssysteme, die heute existent sind, einfach in die Tonne werfen? Also die klassischen bestimmt, ja. Die Frage ist ja auch da, wie schaffe ich es, die Mitarbeiter auch über das Entlohnungssystem ein Stück weit zu motivieren. Wir wissen, Geld ist nur ein kurzfristiger oder mittelfristiger Motivator, aber natürlich ist das auch eine Frage. Naja, Belohnung muss ja nicht unbedingt jetzt, also kann, also überwiegend, aber muss ja nicht monetär sein. Ja, also okay, das absolut. Also wenn ich jetzt doch mal über das Monetäre spreche, ich kann mal sagen, wie wir es machen. Im Prinzip partizipiert jeder Mitarbeiter generell am Ende vom Unternehmenserfolg. Ja, und das sind auch Erfolgs. Genau, aber das ist auch ein Erfolgskonzept in großen Unternehmen, ja, dass im Prinzip die Teamleistung honoriert wird und damit auch dieses gemeinschaftliche Arbeiten an der Sache gefördert wird, dass man das monetär bewertet. Das ist sehr interessant, das muss ich mal meiner Chefin vorschlagen. Ja, das ist auch am Unternehmen. Macht ihr das am Unternehmensgewinn? Ja. Okay, muss ich mal vorschlagen. Jetzt das Nicht-Monetäre, was ich selbst in der Linienfunktion herausragend fand, in der Automobilzulieferindustrie, was wir damals gemacht haben, vor 10 Jahren. Wir haben Unternehmensgestalter, also die Rolle Unternehmensgestalter, sind also ein Standort von 350 Mitarbeitern gewesen im Westerwald. Und wir hatten da um die 150 Unternehmensgestalter, also wirklich die Rolle vergeben. Mhm. Und dann haben wir einmal im Jahr die Strategie-Klausurtagung gemacht mit Vision, also 2 Tage uns ins Hotel eingeschlossen, Workshops, wie leiten wir im Prinzip die Bereichsziele daraus ab? Was ist unser Beitrag daran? Also wirklich mit involviert, die Mitarbeiter tief mit in diesen Prozess mit involviert. Und das waren dann auch die Plattformen, um diesen Wertdiskurs auch zu führen. Was ist uns wichtig in der Zusammenarbeit? Worauf kommt es denn an? Und das dann auch operativ zu verankern. Da hatten wir jeden Freitag kontinuierliches Verbesserungsgespräch, wo ab 13 Uhr bis Open End am Freitag eine Plattform da war, wo die Mitarbeiter ihre Themen vorstellen konnten. Und das ist natürlich dann auch eine wertschätzend, also das ist sehr wertschätzend. Und
Das fördert dann auch so einen Unternehmensgeist, wo man einfach auch Spaß hat, gemeinsam da an der Sache zu arbeiten. Also weißt du, was ich denke? Ich habe das ja schon oft hier in der Sendung oder in den Sendungen gesagt oder sonst irgendwo. Ich werde da ja nicht müde, das immer wieder zu betonen. Ich bin ja ein großer Freund einer sehr ausgeprägten Fehlerkultur. Und wegen mir können wir dieses kompletten betrieblichen Verbesserungsvorschlagswesen, die schmeißen wir am besten alle in die Mülltonne. Hoffentlich. Weil die Briefkästen sind für mich Ideenvernichter und nicht irgendetwas, was irgendwie zur Intelligenz der Organisation beiträgt. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir, den Begriff habe ich schon oft benutzt, sowas wie den Fehler des Monats prämieren. Also meine Idee dabei ist, allen Menschen oder die Menschen, denen fällt irgendetwas auf, was so richtig kacke bei uns im Unternehmen läuft. Also, was im Übrigen auch dazu führt, dass der Kunde unzufrieden ist. Den Fehler entdecken wir oder entdeckst du, ja. Und nur alleine dafür, dass du das den entdeckt hast und den transparent gemacht hast, ja. Dafür wirst du belohnt. Ob das jetzt, was weiß ich, ein Kasten Bier oder ein Wochenende in Paris oder 500 Euro sind, das ist ja erstmal völlig egal. Finde ich super, den Vorschlag. Ja. Und du glaubst wirklich, dass wir das hinkriegen? Das ist, ob ich das noch erlebe? Das ist eine große Herausforderung. Also ich habe es in der Praxis auch schon gesehen. Es ist natürlich eine Herausforderung, weil wir in der Schuldkultur leben und das muss dieses Muster muss bewusst werden. Und wir müssen es dann auch brechen. Wir kennen es aus dem Toyota-System. Ja. Der Parameter, den wir da beobachten können, die Sahneschicht, die wir abschöpfen können, ist dieses Verhalten. Wir müssen alles dafür tun, um Fehler transparent zu machen, um Schaden von der Gemeinschaft abzuwenden. Ob das jetzt 5S ist oder Standard Work etc. Also das steckt ja dahinter und es braucht diese Transparenz, damit wir eben sehen, sind wir gut oder schlecht unterwegs und da kann natürlich sowas helfen. Ich lade aber auch gleichzeitig dazu ein, weil wir sollten nicht nur immer darauf schauen, was schlecht läuft. Ich lade auch dazu ein, dass wir sagen, vielleicht auch die Stärke des Monats mal zu prämieren. Ja? Ja. Also das zu sagen, hey, was machen wir denn gut? Ja. Auch in unserem Shopflow-Management. Das könnte ja ein Ergebnis aus dem Fehler sein. Ja. Oder wie gehen wir dann damit um? Also auch mal darauf zu schauen, was haben wir denn gut gemacht? Was mir noch wichtig wäre, Christian, was mir noch wichtig wäre, ist, dass wir ein Belohnungssystem schaffen, das nicht nach innen gerichtet ist, also wie effizienter wir beispielsweise geworden sind, indem wir irgendeine, Produktivitätskennzahl irgendwie jetzt nach oben gepeitscht haben, sondern wenn wir sozusagen die Kundenzufriedenheit, kann man ja messen, in Lieferquote, Liefertreue und so weiter, wenn wir die in so ein Belohnungssystem mit hineintun würden. Ja. Oder? Ja. Und zwar nicht nur die externe Kundenlieferantenbeziehung, sondern auch die interne. Ja, das wäre sensationell. Das wäre sensationell. Ja. Das würde das natürlich fördern. Ja. Also wenn du mein Lieferant bist, und dann würde ich beispielsweise erfassen, dass ich irgendwie meinen Job nicht erledigen kann, weil du mir Mist geliefert hast, dann kriegst du weniger Kohle. Oder weniger Bananen oder das weniger ich natürlich nicht Reisen so gut. Oder weniger Bier oder sowas. Okay. Gut. So. Angela, hast du noch was? Gibt es da draußen irgendwie? Kurt, ich vermisse dich. Kurt sieht fleißig zu, aber er schreibt ja immer nur dann, wenn er meint, dass er da irgendwo einsteigen muss. Okay. Ist er denn eingestiegen irgendwo? Oder jetzt im Moment nicht, aber der Franz-Peter Staudt fragt nochmal, wäre eine Kultur des Erfahrungsaustausches nicht besser als eine Fehlerkultur? Das ist eine klassische, erachte ich jetzt als rhetorische Frage. Dann möge der Kurt, möge der Franz-Peter mal bitte erläutern, was er eine Kultur des Erfahrungsaustauschs meint. Aber also, erstmal so, ja. Er sieht zu, wir werden Franz sehen. Franz-Peter, erstmal so, ja. So. Also ich sehe, du hast ja die Frage gestellt nach der Fehlerkultur. Ich glaube, wir brauchen, ich weiß, wir brauchen eine Feedbackkultur. Es ist also einer der wesentlichen Punkte und auch für den Erfolg in so einer Organisation, dass wir eine Reflexions- und Feedback-Kultur haben. Shopfloor-Management.
Ja, das ist sehr prozessual häufig. Da fehlt mir häufig auch so das Thema Führung und Zusammenarbeit. Also wie arbeiten wir miteinander? Ich meine aber auch so eins zu eins und auch im Team. Dass man sich wirklich offen in die Augen schaut, auf Augenhöhe und sagt, okay, was sind deine Stärken? Bitte, also mit der Einladung, entwickel die weiter und sehr, sehr, sehr konkret. Aber auch hier hast du noch Entwicklungsdeltas. Ich lade dich ein, dazu daran zu arbeiten und Feedback eben auch als Geschenk zu sehen, wo man gemeinsam dran wachsen kann. Das ist nicht ganz so einfach, das hinzubekommen, weil das am Anfang so das große Hindernis, sich auch von dem Ego zu lösen, das steht einem dann häufig im Weg. Aber das sehen wir zum Beispiel auch als einer der Haupterfolgsfaktoren für unser organisationelles Lernen. Also sich jeden Tag hinzusetzen, zu sagen, hey, was war denn das Ergebnis, was wollten wir denn erreichen? Und gemeinsam die Teamleistung zu reflektieren, dann aber auch nochmal zu sagen, also im individuellen Feedback, was habe ich denn so beobachtet? Klar, im operativen Geschäft, in einer größeren Organisation kann man das in der Intensität nicht hinbekommen, aber allein so ein Mitarbeitergespräch einmal im Jahr oder zweimal im Jahr, das meine ich damit nicht, sondern sich regelmäßig eben auch wieder deswegen in die Augen zu schauen und zu sagen, gesagt, ne? Also, das kann eine Plattform sein, natürlich also, kann das eine Plattform sein. Das ist im Übrigen auch zu dem, was wir ganz am Anfang gesagt haben, das ist ja, Schopfloor-Management ist ja für mich eine, im weitesten Sinne eine Methodik, hinter der ein bestimmter Geist steckt, nämlich sich regelmäßig auszutauschen. Und eben nicht nur auf Abteilungsebene stattfindet, sondern im Zweifel halt eben bereichsübergreifend ist. Und bei so einem Meeting könnte ja auch der Einkauf dabei sein. Sollte. Ich meine, es ist immer die Frage nach der Begriffsbesetzung von Shopfloor-Management. Genau. Ich glaube, wir sind uns da relativ einig. Es soll eben, also ich, in letzter Zeit versuche ich, also Shopfloor-Management hat man häufig oder stelle ich fest mit der Begriffsbesetzung, dass es mehr so um den direkten Bereich geht. Also um was es mir geht, mir ist eigentlich auch egal, wie man das nennt, um was geht, dass wir uns regelmäßig austauschen, idealerweise an irgendwelchen zuvor formulierten Zielen und die halt eben vergleichen, wie nah oder wie weit weg wir oder dran an dem Ziel sind. Und ich brauche eine klare Gesprächsstruktur, sonst verliert man sich. Ja. Die Ziele, also das dass ich Kennzahlen, ist aber auch also wirklich, dass ich weiß, meine Prozesse, laufen die gut, laufen die schlecht, was kann ich daran tun, gemeinsam eben auch im Team eine Entscheidung zu treffen, worauf bündeln wir unsere Ressourcen, die Energien. Aber eben auch so Themen wie, wie arbeiten wir miteinander, passt das? Und das kann natürlich eine Plattform oder sollte eine Plattform sein, auch für so ein Feedback. Und dieses komische Schubfloor kann auch im Office stattfinden, dann nennen wir es Office Floor Management. Hat der Franz-Peter Staud, Angela, mittlerweile das konkretisiert? Nein. Wie bitte? Hat er nicht. Kurt Steffenhagen. Ja. Hat diesbezüglich nochmal hier drauf, er ist nochmal drauf eingegangen auf eine hierarchiefreie Zone, also sprich zum Erfahrungsaustausch. Mhm. Er sagt, er selbst hat bei den Benediktinern solchen Erfahrungsaustausch, die nehmen sich den wohl alle zwei Jahre, als solches moderiert und sagt, aber selbst dort, wo dann in dem Moment in diesem Freiraum keine Hierarchie existiert, haben auch die Mönche das nicht geschafft, dass sie sich von ihrem eigenen Ego lösen konnten. Gut. Und also das finde ich im Übrigen deshalb eine spannende Bemerkung, weil ich das natürlich auch feststelle, Christian, ich stelle das fest und dann, Angela, machst du bitte gerne weiter mit dem, was der Kurt gesagt hat. Ich stelle natürlich fest, also wenn man solche, nennen wir das mal Räume schaffen und wir sozusagen dort immer auch ganz explizit sagen, pass mal auf, hier drin gibt es keine Hierarchie jetzt, ne? Wir sind alle frei und so weiter und so fort, dann ist im Kopf immer noch irgendwie, ne, dass du mein Vorgesetzter bist. Ne? Und dann werde ich mich, weil ich ja weiß, dass das zwar im Moment ein geschützter Raum ist, aber danach passiert ja wieder irgendetwas. Also ich gehe
bitte entschuldige den Ausdruck, zurück in die alte Welt. Dann weiß ich gar nicht, ob du mir dann böse bist, wo ich da in dem. Und das erleben wir im Übrigen in der Fabrik im Seminarraum. Also wir sagen, da gibt es keine Hierarchie. Ja, und trotzdem gibt es ein paar, die Führungsanspruch anmelden. Interessanterweise sind es immer die, die in der Hierarchie in dem Unternehmen am höchsten sind. Und das System verhält sich natürlich genauso, ne, dass man den Alten machen. Ja, funktioniert nicht, dass ich mich irgendwo einschließe, schaffe Schutzräume und dann mache ich es im tagtäglichen Geschäft wieder anders. Deshalb eben auch da an der Stelle, es braucht mentale Modelle und gemeinsames Werteverständnis, was sowohl für diese Schutzräume als auch für das gemeinsame, also das stetige Miteinander gilt. Mhm. Aber auch für solche Schutzräume braucht es auch ein moderierendes Element. Sonst verlieren wir uns ja komplett in der Diskussion und dann gehen wir auseinander und dann wissen wir gar nicht, worum es geht. Sag Kurt scheinbar. Genau. Ja. Und er sagte ja auch, dass er diesen Freiraum, also diese Zeit moderiert hat. Im Auftrag. Ja, die braucht es. Mhm. Und darauf gründet er ja auch seine Aussage. Also das Loslösen des Egos, das funktioniert auch in diesem Raum nicht. Naja, also der Moderator, ich hatte es vorhin schon gesagt, hat ja so die Aufgabe, dann diese soziale Interaktion egal ob es jetzt ein Meeting ist, Shopfloor-Management oder auch in so einem Schutzraum, zu lenken. Dann kann ich mich aber auch dann als Moderator rausziehen und sage, okay, ich sorge dafür, dass wir es schaffen, die unterschiedlichen Perspektiven zu verstehen und das auch wieder zusammenzutragen, also das Fazit zu bilden. Dann ist natürlich der Moderator auch in irgendeiner Art und Weise der Bezugspunkt oder er führt in diesem Prozess. Es ist Führung, die dann stattfindet, aber eine andere Art der Führung, dass ich sage, okay, ich sage, wir gehen jetzt links oder rechts. Es ist jetzt Weisung und Kontrolle, sondern ich schaue eben, dass wir gemeinsam als Team lernen. Lieber Kurt, ich muss jetzt etwas reinwerfen, weil es nämlich sozusagen, wenn wir jetzt über diesen Moderator sprechen oder von der Führungskraft, dann bedeutet es ja zunächst mal, Achtung, lieber Kurt, eine Befreiung vom eigenen Ich. Na? Und ich weiß, dass der liebe Kollege Ulrich Hinsen bei dir vor 2 Wochen zu Besuch wart und ihr euch über Piaget unterhalten habt und von den Entwicklungsstufen des Menschen. Und da gibt es ein ganz tolles, in Anführungsstrichen kurzes, 10-minütiges Gespräch zwischen dir, lieber Kurt, und dem Ulrich Hinsen, wo ihr euch nämlich über die Entwicklung unterhaltet. Und da fällt das Wort Gelassenheit. Lieber Kurt, ich habe die Bitte, dass du dieses Video bitte jetzt irgendwo in diesen Kommentar da hinein hämmerst, weil ich glaube, das passt sehr gut sozusagen im Gesamtkontext zu dem, über das, was wir uns unterhalten. Christian, ja? Moment. Franz-Peter Staudt hat jetzt auch geschrieben. Ah. Er hat sich entschuldigt, er ist nicht so schnell im Tippen. Mhm. Jetzt gucke ich ganz schnell. weil er hat jetzt einiges reingeschrieben. Er meinte also den Austausch von Erfahrungen, positiven, aber auch weniger positiven, die in bestimmten Situationen gemacht werden. Das sollte eben das Ziel sein, eines solchen Erfahrungsaustauschs, sodass alle voneinander in dem Sinne lernen müssen. Und er sagt auch, dass nicht unbedingt, du hattest es ja vorhin beschrieben, über dieses Unternehmen, das die Hierarchien abgebaut hat und dementsprechend einen anderen Weg des Entscheidungsfindungsprozesses durchläuft. Da sagt der Franz-Peter Staudt auch, es muss aber auch nicht in dem Moment die Führungskraft sein, die als solches dann entsprechend die Entscheidung trifft. Das können auch, wenn die Mitarbeiter als solches eben auf diesem Weg sind und dazu befähigt werden, natürlich auch die Mitarbeiter selbst sein. Also es muss nicht immer die Führungskraft sein, die Entscheidung als solches treffen. Warum soll nicht jemand vom Shopfloor, was weiß ich, der Führungskraft auf 3 Ebenen darüber auch sagen können, dass er mit dem, was er jetzt nicht ist, einverstanden ist. Aber
das hat sich geklärt. Du hast es ja auch gesagt in dem Zusammenhang, dass wir eine andere Form brauchen, wie wir miteinander umgehen, respektvoll, auf Augenhöhe, dass man auch Fehler ansprechen darf und so weiter und so fort. Es braucht immer einen Handlungsrahmen, auch für solche Entscheidungen. Also natürlich ist es super, wenn die Entscheidungen möglichst operativ getroffen werden, dann braucht es aber auch diese Leitplanken, Schopfermanagement, oder was auch immer. Klarheit darüber, kann ich das, und dann kann ich auch die Verantwortung tragen. Und es heißt ja nicht entweder oder. Also es kommt auch ganz auf diese Entscheidung, die es zu treffen gilt, an. Systemisch gesprochen ist es dann sowohl als auch. Es kann mal das eine, es kann aber auch das andere sein. Wichtig ist aber dieser Handlungsrahmen und das gemeinsame Wertefundament und zu sagen, okay, wenn jetzt auch mal die Entscheidung falsch getroffen wurde, dass man dann entsprechend sagt, okay, was ist die Lernerfahrung daraus und wir machen wir gemeinsam weiter. Also das gehört zum Lernen dazu. Natürlich. Ne? Also Fehler zu machen gehört zum Lernen, Entscheidungen 100%. Zu treffen, die nicht richtig sind, die sich später herausstellt, dass das eben ein Fehler war, das gehört einfach zum Lernen dazu. Klar. So haben wir alle Fahrradfahren gelernt. Ja, eben. Und so laufen. Sind wir alle erwachsen geworden. So sind wir alle erwachsen geworden. Angela? Abschließend. Hat Kurt das gepostet? Ja. Sehr gut. Und abschließend sagt Franz-Peter Staudt noch kurz zu diesen Schutzräumen. So ein Schutzraum würde auch einfach nicht reichen, da halt einfach im Arbeitsalltag dann wiederum andere Regeln herrschen. Genau, das ist das, was ich meinte. Genau, und dieser Ausnahmezustand als solches dann in dem Moment gar nicht mitgenommen werden kann in den normalen Arbeitsalltag. Also da muss der komplette, also der Gesamtkontext muss da dementsprechend. Wenn das so ist, kann auch kein Vertrauen entstehen, wenn ich einmal dazu einlade, Offenheit und Vertrauen ist jetzt unser Wert und ich mache es dann operativ ganz anders. Und dann gehe ich raus aus dem Schutzraum und haue einen auf die Nuss. Nein, das geht nicht. Ja. Also das wäre in der Tat wirklich, um es nicht zu formulieren, kontraproduktiv. Das wäre nicht integer. Ja, und so. Es wäre einfach unanständig. Ja. So. Okay, so, es ist 11.55 Uhr. Wir müssen langsam aber sicher zum Ende kommen. Es gibt noch zwei Dinge, die ich unbedingt, oder mehrere Dinge, die fallen mir dann immer so zwischendrin ein, die ich noch ansprechen muss. Christian, du bist, ich habe dich ja vorhin angekündigt, dass du bei unserem allerersten Lean Around the Clock hier in diesen heiligen Hallen des Rhein-Neckar Theaters, was irgendwie eine brutale, coole Location ist, warst du dabei und du bist dieses Jahr warst du mit der Factory Evolution mit dem Stand vertreten. Da soll es angeblich noch irgendwie so ein paar Bilder geben. Naja, da reden wir jetzt nicht drüber. Aber du bist nächstes Jahr so in der After-Show-Party oder was das war. du bist nächstes Jahr, oder ich muss sagen, ihr seid nächstes Jahr wieder mit dem Stand vertreten. Was mich sehr freut, aber du bist eben auch auf der Bühne. Ich habe den Titel nicht im Kopf, den du da angekündigt hast. Die Kunst der Lernenorganisation. Die Kunst der Ach, du machst. Okay, also du wirst auf Lean Around the Clock nochmal auf deine Erfahrungen berichten. Ne? 21. 22. März 2019. Ob du am ersten Tag dran bist oder am zweiten Tag gleich um 6, werden wir noch entscheiden, damit so komische Bilder nicht entstehen. Ja. Also, ne, das für alle, die irgendwie Lust haben, sich das anzuhören, was der Christian da zu sagen hat. Das ist noch ein Hinweis. Und da ja am Donnerstag die Fußball-Weltmeisterschaft beginnt, müssen wir jetzt natürlich auf diesen Nachnamen kommen. Denn ich kenne deinen Onkel. Den Bernd Hölzenbein. Und also dein Onkel ist Fußballweltmeister gewesen, 1974, noch mit Grabowski, Katscher Schwarzenbeck und so weiter. Ist entweder immer noch Scout, ne? Also der Scout bei Eintracht Frankfurt. Genau, der kann noch nicht richtig loslassen, der ist immer noch dort und macht das auch noch mit großer Leidenschaft. Genau, beim deutschen Pokalsieger, oder? So. Großer Name, oder? Sehr gut. Oder? Ja. Großer Name, oder? Ja, es ist. Also seit damals darf er nicht mehr nach Holland, also Hölzenbein ist tatsächlich ja, immer noch ein Schimpfwort in Holland, aber ist bis heute noch begeistert dabei. Ja. Also das sage ich natürlich einmal, um das endlich mal in der Öffentlichkeit preiszutun, dass du einen ganz bekannten und berühmten
Verwandten hast, einen Onkel. So, das ist ja toll. Aber würdest du sagen, dass man aus dem Sport, aus dem Fußball sozusagen etwas lernen kann für das, über das wir uns heute unterhalten haben? Glaubst du, dass es da eine Analogie gibt? Natürlich. Also ich glaube, gerade die Bundesliga und die Trainer der Bundesliga sind ist ein Paradebeispiel, wie die es schaffen, aus so einem Primadonnenverein wie zum Beispiel in Bayern München da eine Mannschaft zu schaffen. Ja, oder Kovac. Also, ja. Also der hat ja mit dem Boateng hat er ja jemand, nicht Boateng, mit dem Prinz, ne? Boateng. Ja. Ne? So hat er ja irgendwie so ganz Primadonna, hast du gesagt. Ne? Ja, und das ist ja fantastisch. Ich meine, jeder einzelne dieser Spieler, was die auch eine Erfahrung und Kompetenz haben, da zu schauen, wie schaffe ich da einen entsprechenden Kontext, dass die miteinander wirken können und am Ende die Tore zu schießen. Ne? Und es trotzdem innerhalb dieses Systems auch Hierarchien gibt. Ne? Natürlich. Was uns vielleicht dazu bringt, ist, dass es das Lernen der Organisationen nicht, das ist ja das, was Franz-Peter Schauder auch gesagt hat, losgelöst ist von Hierarchie. Ne? Ja, also ich bin jetzt auch kein Verfechter davon, komplett, also weg von Hierarchie. Mhm. Hierarchie ist in dem Sinne aber einfach nur ein anderes Verständnis. Okay. Ja? Also als das klassische tayloristische Verständnis. Ja. Und zu dem, was wir eingeleitet und gesagt haben, dass du dich nicht mehr als Mensch, nicht mehr nur als Produktionsfaktor siehst, so wie das bei Henry Ford der Fall war. Ja. Das war's, Christian. Danke dir, mein Lieber. Also, ihr Lieben, Schluss mit lustig. Es ist laut der Uhr da genau Punkt 12 Uhr. Wir sehen uns nach der Sommerpause wieder. Dieses Nach definieren wir noch. Wird wahrscheinlich irgendwie so Anfang September rum sein. Dann werden wir mit großer Wahrscheinlichkeit von der Iseki Maschinen GmbH aussenden. Dort werden wir dann vier Menschen zu Gast haben, die ganz aktiv den Prozess im Moment begleiten, Lean, Selbstorganisation und so weiter und so fort, und werden darüber berichten. Ja, ansonsten wünsche ich uns, euch alle super Sommer. Ich behaupte ja, dass Deutschland nach der Vorrunde ausscheidet. Oh, das ist da halte ich dagegen. Unentschieden gegen Mexiko, unentschieden gegen Mexiko, knappe Niederlage gegen Schweden und glücklicher Sieg gegen Korea. Wir sind dann punktgleich auf Platz 3 mit Schweden und haben schlechtere Torverhältnisse und fahren dann nach Hause. Das wird nicht passieren. Okay. In diesem Sinne, herzlichen Dank. Kommt alle gut durch den Sommer. Christian, vielen Dank. Angela, vielen Dank. Euch Jungs, vielen Dank. Dankeschön. Und danke fürs Zusehen und für eure Kommentare. Servus.